Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Dienstag. Und für heute mal das absolut langweiligste Thema aus der Harry Potter Welt. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch generell die Meinung aller Hogwarts-Schüler aus den Büchern, glaube ich. Denn heute habe ich insgesamt 11 Fakten über die süßen kleinen Flubberwürmer herausgefunden und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei dem sogenannten Flubberwurm handelt es sich, wie der Name schon sagt, um einen kleinen, dicken Wurm, genauer gesagt Braunwurm, welcher eine Größe von gerade mal 10 Zoll erreichen kann. Fakt Nummer 2. Der Flubberwurm gilt inoffiziell als das langweiligste Tierwesen der magischen Welt. Doch auch offiziell gesehen scheint dieser Gedanke Hand und Fuß zu haben, da der Flubberwurm auch vom britischen Zaubereiministerium in die unterste Gefahrenstufe X einsortiert wurde, was sie wiederum als langweilig deklariert. Fakt Nummer 3. Flubberwürmer halten sich vor allem in matschigen Gräben oder anderen Feuchtgebieten auf, wo sie sich dann so wenig wie möglich bewegen. Fakt Nummer 4. Man sieht einem Flubberwurm nicht an, auf welcher Seite sein Kopf und auf welcher Seite sein Popo ist, da beide Seiten komplett identisch aussehen. Fakt Nummer 5. Tatsächlich hat der Flubberwurm sogar gar keinen Popo, denn mit beiden Wurmenden kaut er sein Futter und scheidet auch aus beiden Seiten den charakteristischen Schleim aus. Kauen ist hierbei jedoch relativ zu sehen, da der Flubberwurm keine Zähne hat. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Flubberwürmer ernähren sich ausschließlich vegetarisch, vor allem aber von Salat und Kohl, was ihren zahnlosen Kiefer am wenigsten beansprucht. Fakt Nummer 7. Der Schleim, welcher von den Flubberwürmern ausgeschieden wird, eignet sich vor allem im Bereich Zaubertränke. Dort dient der Schleim nämlich ähnlich wie bei uns Muggeln die Mehlschwitze zum Andicken des Zaubertranks. Außerdem wird der Schleim auch zum Brauen des Mega-Power-Tranks gebraucht. Fakt Nummer 8. Flubberwürmer sind tatsächlich essbar. Und das nicht nur theoretisch. Denn auf der Hogwarts-Schule werden manchmal sogar Flubberwurmkrapfen zum Mittagessen serviert. Dabei handelt es sich um in Teig gebratene Flubberwürmer, die jedoch von wenigen Hogwarts-Studenten geschätzt werden. Nachvollziehbarerweise. Fakt Nummer 9. Der Flubberwurm ist einzigartig, weil er eines der wenigen Tierwesen ist, welche mit Hilfe eines Beschwörungszaubers beschworen werden kann. Fakt Nummer 10. Flubberwürmer sind, obwohl sie keine Säugetiere sind, dazu fähig zu schwitzen. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 11. Nach Professor Kesselbrands Ruhestand hielt er sich eine Anzahl an Flubberwürmern als Haustiere bei sich zu Hause. Eventuell auch, weil er es nicht riskieren wollte, weitere Körperteile durch andere Tierwesen zu verlieren. Ja, das war mein Faktenvideo über den Flubberwurm. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo da. Wenn ihr dann noch Zeit übrig habt, checkt gerne mal die anderen beiden Videos hier an der Seite ab. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!